Hi Leute, seid gesegnet im Namen des Herrn Jesus Christus. Bitte liken, sharen und abonnieren nicht vergessen. Dies ist das Zeugnis über eine Todeserfahrung, die die Hölle und die Vorgänge darin besonders detailliert beschreibt. Für alle mit zartem Gemüt empfehle ich daher, jetzt lieber abzuschalten. Vielleicht noch eine Bemerkung vorweg. Ich nenne es nicht Nahtoderfahrung, denn das ist eigentlich nicht der richtige Ausdruck für diese Art von Ereignissen, nämlich bei denen Menschen sterben und in die Hölle fahren. Es ist vielleicht eher die richtige Bezeichnung für außerkörperliche Erfahrung, während eines Koma-Zustandes oder so etwas. Menschen, die vollkommen tot waren, haben aber keine Nahtoderfahrung gemacht, sondern sie haben den Tod erlebt und zumindest auszugsweise das, was danach kommt. Und dann müssen wir natürlich auch noch sagen, dass auch so eine Todeserfahrung nicht mit der Erfahrung nach dem endgültigen Tod übereinstimmt, wie ich bereits in einem anderen Video gezeigt habe. Ich blende euch den Link hier ein. Denn für Menschen, die zurückgekommen sind, gilt, dass es noch nicht ihre festgelegte Zeit zum Sterben war und sie deshalb nicht das Gericht Gottes erfahren haben, das erst nach dem endgültigen Tod stattfindet. Trotzdem erleben viele in ihren Todeserfahrungen das, was nach dem Gericht Gottes stattfindet, nämlich der Aufenthalt in der Hölle. Manche sind nur sehr kurz dort und erleben nur einen kleinen Einblick. Andere erleben die Vorgänge in der Hölle sehr ausführlich. Diese Todeserfahrung, von der ich euch heute berichte, gehört zur zweiten Gruppe. Es ist eine sehr ausführliche Erfahrung. Ich berichte euch über die Aussagen unserer Schwester in Christus, die sie in ihren Videos und mir persönlich gegenüber gemacht hat. Ich zeige euch auch einige Ausschnitte aus ihren Videos, die original in englischer Sprache verfasst sind. Und ich blende euch die entsprechenden Links zu ihren Videos ein. Ihr findet sie auch in der Beschreibung unter dem Video. Ihr Name ist Rosa. Vor ihrer Todeserfahrung war sie in der schwarzen okkulten Szene aktiv und hat Okkultismus und Hexerei betrieben. Die okkulte Szene unterliegt einer großen Täuschung. Rosa sagt, ich habe an die dämonische Irrlehre der Wiedergeburt geglaubt, ähnlich wie Buddhisten. Ich dachte, dass es Geister auf der Erde gibt, Dämonen, die aber gut gesonnen seien und mir helfen würden, auf die andere Seite zu gelangen, um dort Erfahrungen in der spirituellen Welt zu machen. Das war so ein eigenartiger New Age-Glaube, aber es ist nicht wahr. Es ist eine Lüge, denn auf der anderen Seite gibt es nur Jesus, Himmel und Hölle. Das ist alles, was existiert. Und diese Geister sind in Wirklichkeit abgrundtief bösartige Wesen aus den Tiefen der Hölle. Sie weiß heute durch ihr Nahtoderlebnis, dass es keine Reinkarnation gibt, sondern nur dieses eine Leben. Das ist die einzige Chance, sich für die Ewigkeit vorzubereiten, nämlich dadurch Gott zu finden und heilig zu leben. Danach ist es vorbei. Danach kommt nur noch das Gericht, genau wie es in der Bibel steht, nämlich wie es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben und dann kommt das Gericht. What were my beliefs before I died, etc.? I was in the occult and I practiced a bit of witchcraft, and what I believed in was reincarnation before I died and went to hell. I believed in helping spirits cross to the other side, and that I actually believed that demons were just ghosts or, you know, spirits that needed to be helped through to the other side, etc., but they were actually demons from the pit of hell. And now I know for sure that the Bible is 100% true. Everything that I saw in the afterlife matched up to what the Bible says. I saw Jesus, and there's no other life. You're given one life, and that's it. This is the only life you're given. Reincarnation, there's no such thing. And you need Jesus Christ in order to actually enter heaven. You have to have that sacrifice from Jesus Christ attached to your life. You have to have the cross of Jesus attached into your lifeline. So it has to be attached into your lifeline and cleansing the sin away. You have to be in God, so you have to either cry out to Jesus and really mean it and ask him for help
for your soul to be saved, ask him to come into your heart and ask him to save you from hell. Ask him to make you born again, because unless you disintegrate that wall that separates you from heaven when you die and paradise opens up for you, because paradise was made for man, you won't be able to enter, you know, because that wall of sin is stopping you from getting through to heaven. But if you have Jesus, that wall melts, is washed away by the blood of Jesus, and that's the only way through into heaven is through his blood, through his sacrifice, through the cross. Die okkulte Szene dient typischerweise dem Feind Gottes. Menschen, die Okkultismus betreiben, wissen es oft selbst gar nicht, dass sie dem Feind dienen. Sie sind selbst Opfer. Sie wissen auch nicht, dass sie vom Feind belogen und benutzt werden. Der Feind redet ihnen ein, es wäre richtig, gegen die Ordnung und die Gebote Gottes zu rebellieren und das Gegenteil von dem zu tun, was Gott geboten hat, so wie es die gefallenen Engel bereits getan haben. Drogen spielen in diesen okkulten Zirkeln auch oft eine erhebliche Rolle. So war es auch bei Rosa. Ein damaliger Freund aus dieser Szene gab ihr eine Überdosis. Sie hat es im Nachhinein herausgefunden, dass die Dosis stark genug war, um 4 Menschen damit zu töten. Die Dosis hat sie getötet. Aber sie wachte wieder auf und befand sich in ihrem Wohnzimmer. Plötzlich war ein Wirbel mitten in dem Raum und sie sah seltsame Fratzen darin. Der Wirbel kam aus einem Tunnel im Boden. Sie sagte, als ich mich davon wegbewegen wollte, wurde ich wieder zurückgezogen. Ich ging dann näher auf den Wirbel zu, um zu sehen, was es mit diesen eigenartigen Gesichtern in dem Wirbel auf sich hat. Und ich sah, dass diese Gesichter mich angrinsten. Die Wesen hatten riesige, scharfe Zähne. Und im nächsten Moment wurde ich von ihnen in den Wirbel hineingerissen und den Tunnel hinabgezogen. Ich fiel sehr schnell diesen Tunnel hinunter und ich konnte den Fall nicht stoppen. Ich erkannte plötzlich, dass mein Körper im Wohnzimmer zurückgeblieben war. Eine große Panik überfiel mich. Im nächsten Moment fühlte ich einen großen Schmerz und sah, dass eins dieser Wesen mit seinen riesigen Vampirzähnen in meinen Arm gebissen hatte und ich fühlte, wie ein Gift in meinen Körper strömte und sich in meinem ganzen Körper ausbreitete. Dann sah ich eine Öffnung in dem Tunnel. Es waren grauenhaft aussehende Dämonen darin. Ich hoffte, dass sie mich nicht sehen würden. Ich versuchte, mich irgendwie zu verstecken, aber ich schaffte es nicht. Die Dämonen näherten sich mir sofort. Was dann geschehen ist, ist unglaublich grauenhaft. Einen Teil davon hat Gott in meiner Erinnerung blockiert. Ich weiß aber noch, dass die Dämonen hinter mir her waren. Das nächste, an das ich mich erinnere, ist, dass mir ein Dämon das Gesicht vom Kopf riss. Control over it, and I was just falling faster, and I could feel like a sharp dust hitting all over my face, and then I felt these fangs bite straight through that part of my arm, and then a venom spread through my body, and at that minute I realized that my face was actually being torn away by demons, torn at by demons. And after that sting of that venom occurred, I was surrounded by smoke. And when I was surrounded by smoke, I went through this incredibly hot acidic burn. It felt like a sulfuric burn, but it was incredibly hot. It was like being dipped in a vat of acid, and I just felt myself melting. And at that instance, I heard a scream below me, so I looked down and I saw volcanic activity below me. Sie sagte, die Schmerzen waren unerträglich. Sie waren so groß, wie sie auf der Erde niemals werden können, denn es gibt keine Grenze für Schmerzen in der Hölle. Die Schmerzen werden immer größer und größer, unbegrenzt. Ich fiel dann ganz nach unten. Es fühlte sich an, als sei ich auf den Grund der Hölle angekommen. Ich sah die Tore der Hölle und überall Feuer. Ich habe dann nach oben geschaut und wollte aufstehen und wieder nach oben kommen. Aber der Tunnel über mir hatte sich geschlossen. Dann öffnete sich eine Art Höhle.
Ich wollte mich schnell verstecken. Ich hatte Panik und meine Gedanken kreisten nur darum, so schnell wie möglich da wieder herauszukommen oder zumindest mich zu verstecken. Aber jedes Mal, wenn ich etwas dachte, war es, als ob ich es laut aussprechen würde. So, als ob ich meine Gedanken laut herausschreien würde. Und ich alarmierte damit die Dämonen erst. Es war, als ob alles gegen mich war und ich keinen freien Willen mehr hatte. Nachdem also meine Gedanken laut zu rufen anfingen, kam direkt ein Dämon auf mich zu. Ich versuchte wegzurennen, aber als ich auf eine Wand zurannte, war es, als ob die Wand mich zurückwarf. Ich wurde von der Wand hochgeschleudert und zurück auf den Boden geschmettert, direkt vor dem Dämon. Es ist dort so, als ob alles lebt, sogar die Wände. Ich konnte nicht entkommen. Dann wurde ich von diesem Dämon geschlagen. Ich lag am Boden und wollte wieder aufstehen. Der Dämon sagte zu mir, wenn du nicht mitkommst, häuten wir deine Arme. Ich dachte, das kann nicht sein Ernst sein. Doch er begann unverzüglich, die Haut von meinen Armen zu reißen. Dann wurde ich in die Finsternis gezogen, durch das Tor der Hölle. When I was on the ground and I started to get back up, he said, if you don't come with us, we'll skin your arms. And I looked at him and I thought, are you kidding? And it was all, he turned around, he started to skin my arms, and another demon appeared and took my other arm. And then after that I was drawn away like a magnet towards this darkness. Ich fühlte, dass der Tod meine Seele übernommen hatte, und ich fing an durchzudrehen. Es gibt keine Hoffnung mehr in der Hölle. Alle glauben, dass alles von Gott kommt. Aber wenn man von ihm getrennt ist, dann gibt es nichts mehr, außer Verzweiflung und all das Schlechte, was noch übrig bleibt. Ich schaute in diese totale Finsternis und ich fühlte die Ewigkeit. Mir wurde klar, dass dies für immer ist. Es gibt kein Zurück mehr. Es gibt keine weitere Chance. Dieser Zustand ist für immer und ewig und es gibt kein Entrinnen. Die Dämonen schleppten mich fort und sperrten mich in eine Kammer. Wie die Bibel sagt, die Kammern des Todes. Oberhalb der Kammern waren römische Zahlen angebracht. Die Zelle, in der ich mich befand, war winzig. Nachdem sie mich in die Kammer gesperrt hatten, stand ein Dämon dort in der Tür und sagte, ich werde bald wieder da sein, um dich weiter zu foltern. Mich packte die pure, verzweifelte Angst, denn ich wusste, dass es beim nächsten Mal noch schlimmer werden würde. Ich hatte Panik und als ich mich umdrehte und in diese lebende Finsternis blickte, sah ich einen riesigen Schwanz, der sich um die Gitterstäbe meiner Zelle herumwindete. Ich wollte einfach nur raus, aber es war nicht möglich. Als sie mir die Haut von meinen Armen gerissen hatten, konnte ich genau die Sehnen und Adern sehen. Ich konnte sehen, dass ich einen richtigen Körper hatte. Aber alles sah irgendwie grau aus. Es sah tot aus. Als ich versuchte, aus dieser Zelle herauszukommen, und versuchte, das Schloss zu öffnen, hörte ich ein lautes, ächzendes Geräusch. So, als ob ein schwerer Stein über den Boden kratzt. Und ich merkte, dass sich die Zelle bewegte. Sie bewegte sich über einen Abgrund. Und als ich hinuntersah, schaute ich in einen bodenlosen Abgrund. Der bodenlose Abgrund der Hölle. Genau wie es in der Offenbarung beschrieben wird. Ich sah einen Stern fallen vom Himmel. Und er hatte den Schlüssel zum bodenlosen Abgrund. Ich wollte nicht dort hineinfallen und versuchte, mich an den Gitterstäben der Zelle festzuhalten. Ich spürte, wie ich wahnsinnig wurde. Ich schaute in die dunkelste Finsternis und ich spürte die Ewigkeit davon, die mich ergriff. Die dunkelste Finsternis, die für immer und ewig ist. Mir war klar, dass es keinen Weg zurück und keine weitere Chance gibt. Ich wusste in dem Moment, dies ist der Ort, an dem ich die Ewigkeit verbringe. Es wird genauso weitergehen, für immer und ewig. Genau wie es die Bibel sagt, der Rauch ihrer Qualen wird aufsteigen für immer und ewig und sie werden keine Ruhe haben, Tag und Nacht. Dann hörte ich die Dämonen sprechen, die mich gefoltert hatten. Ich hörte, dass sie mit jemandem argumentierten. Ich wusste nicht mit wem, aber ich hörte eine Stimme sagen, es wäre noch nicht meine Zeit. Kurz danach hörte ich, dass ich rausgelassen werde. Danach ist einiges geschehen, das ich in einem Buch verarbeiten möchte. Aber ich möchte sagen, nachdem ich aus der Hölle herauskam, bin ich in den Himmel entrückt worden. Jeder Schritt, den ich näher zum Himmel kam, erfrischte meine Seele mehr. Es war wunderschön, so als ob man einen lieblichen Gartenweg hinaufgehen würde. Alles war wunderschön, die Farben waren prachtvoll, so wie man sie nicht auf der Erde sieht.
Farben kommen von Gott. In der Hölle dagegen gibt es keine Farben. Alles ist grau wie Asche und schwarz wie Kohle. Auch die Dämonen sind grau und schwarz. Als ich den wundervollen Gartenweg hinaufging, war auch eine Person bei mir, die meine Hand hielt. Dann ließ sie meine Hand los und sagte, du musst zurückgehen. Ich dachte nur, warum? Es fühlte sich an, als ob der Himmel mich ausschloss. Dann richtete sich plötzlich eine Wand vor mir auf. Ich versuchte, einen Weg um die Wand herumzufinden. Ich dachte, wie komme ich hier raus? Als ich nach rechts schaute, sah ich plötzlich Feuer und Sterne und eine Hand. Als ich auf die Hand zuging, sah ich einen Mann, der wunderschön aussah. Alles an ihm war perfekt. Er schaute sehr ernst zu mir herunter. Ich fühlte mich verlegen, denn ich wusste, ich befand mich in der Präsenz eines Königs. Er kam auf mich zu. Aus ihm strömte Licht. Er hatte das Licht der Ewigkeit. Und Licht in verschiedenen Farben strömte aus seinem Inneren. Das Licht blendete mich und ich konnte nicht mehr hinsehen wegen der starken Helligkeit. Dann wurden meine Knie weich und ich sank zusammen auf meine Knie. Es war genau, wie es in der Bibel steht. Jedes Knie wird sich vor Jesus beugen. Er schickte mich zurück in meinen Körper. Ich schwebte hinunter auf mein Haus zu. Als das Dach des Hauses näher kam, hörte ich Leute darüber sprechen, dass sie aufgeben wollten, mich wiederzubeleben und dass sie mich ins Leichenhaus bringen wollten. Das hat sprichwörtlich meine Seele wieder in meinen Körper katapultiert. Heute weiß ich, dass die Bibel zu 100% wahr ist. Alles, was ich in der Hölle erlebt habe, war genauso, wie es in der Bibel beschrieben wird. Das ewige Feuer, das niemals verlischt und die Feinde Gottes verzehrt. Diejenigen Feinde Gottes, die nicht an Gott und an die Wahrheit, die sie retten könnte, glauben wollen. Es ist der Ort, an dem Heulen und Zähneklappern herrscht, die äußerste Finsternis. Der Ort der Qualen, an dem die Sünder in extremer Hitze leiden, aber keinen Tropfen Wasser bekommen. Der See aus Feuer und Schwefel. Der Ort, an dem die Feinde Gottes mit Feuer und Schwefel gequält werden und ihr Rauch aufsteigt für immer und ewig und sie keine Ruhe finden, Tag und Nacht. An dem sie keinen Schlaf und keinen Frieden finden können. Der Ort, an dem man verloren ist für alle Ewigkeit, an dem man von allem Guten, von jeglicher Liebe, Güte und Barmherzigkeit abgeschnitten und von Gott für immer getrennt ist. Der Ort, an dem man von furchtbarem Gewürm gequält wird. Der Ort, von dem man nur entfliehen will, aber nicht kann. Die ewige Verdammnis und Finsternis. Es ist die dunkelste Finsternis, die für die Ungerechten bestimmt ist, die in den Irrtum des Bileams fallen, um des Gewinns willen. Die dunkelste Finsternis für immer und ewig. Ebenso habe ich die Tore des Todes und der Finsternis gesehen, genau wie es in der Schrift geschrieben steht, im Buch Hiob. Haben sich dir des Todes Tore je aufgetan? Oder hast du gesehen die Tore der Finsternis? Ich hatte auch keine Erinnerung mehr an meine Vergangenheit, an die schönen Dinge, wie zum Beispiel meine Familie. Genauso sagt es die Bibel, die Toten erinnern sich an gar nichts mehr. In der Hölle gibt es nichts Gutes, nichts von Gott, keine Hoffnung, keinen seelischen Frieden, nur Wahnsinn, Terror und Qual. Und das für alle Ewigkeit, ohne Ausweg. Man ist dort Spielzeug der Dämonen, die ihre abgrundtiefe Boshaftigkeit und ihren Hass an den Menschen auslassen. Würmer krochen ununterbrochen durch mich hindurch und fraßen mich von innen auf. Ich hörte das Böse sprichwortlich unter mir knistern. Wenn man sich den schlimmsten Horror auf Erden vorstellt und dann 1 Million Mal schlimmer, so ist die Hölle. Es ist purer Horror, weit jenseits eurer schlimmsten Vorstellungen. Ich habe 12 Jahre lang nach meiner Todeserfahrung in der Hölle an einem schlimmen PTSD, posttraumatischen Belastungssyndrom gelitten und kann erst jetzt darüber sprechen, denn die Erinnerung an die Schmerzen konnte ich nicht ertragen. In der Hölle gibt es keine Grenze der Schmerzen, die der Körper hier auf Erden aushalten könnte. Die Schmerzen, wenn sich das Gewürm ununterbrochen durch den Körper frisst, werden immer schlimmer. Die Schmerzen sind grenzenlos. Sie hören niemals auf, sondern werden immer stärker und man hat keine Pause.
Man weiß, dass es keinen Ausweg mehr gibt, genau wie es die Bibel sagt. Wer in die Hölle hinunterfährt, kommt nicht wieder herauf. Man weiß, dass man für alle Ewigkeit an diesem schrecklichen Ort gefangen ist und die Qualen für immer und ewig sind, genau wie es die Bibel sagt. Wenn du diesen Platz vermeiden willst, dann musst du Jesus um Hilfe bitten, ihn in dein Herz bitten. Nur so kannst du vor der ewigen Verdammnis gerettet werden. Es gibt keinen anderen Weg. Gott segne euch. Viel Glück.